Grüße euch zurück. Wir dann direkt weiter mit dem Arcane Run. Steht gleich mal lieber her. Ah, Loot. Ich liebe Loot. Wir nehmen alles mit. Moment, wo geht's denn da auf? Wo geht's denn da auf? Achso, ja, da waren wir schon. Wir gehen jetzt ganz einen normalen Weg weiter und ich kann versprechen, wir werden heute auch hier den Boss besiegen. Die bluthungrige Bestie. Die werden wir verbrennen wie nix. Aber bis dahin ist es noch ein, ja, nicht allzu leichter Weg. So, sobald ich geschrien habe, kommt der runter. Wo ist er? Eigentlich schon. Okay. Dann halt das mal nicht. Jetzt kommt er über. Super, super, super. Ich glaube, da gibt es noch Gegengift, wenn man nicht alles täuscht. Jawohl. Jetzt wird es gleich ein bisschen heavy. Jetzt kommen wir gleich alle auf einmal. Wie man sieht. Da kommen alle hoch. Satz ist deppert oder was? Einen ungünstigen Zeitpunkt. Super. So, ich muss kurz den Controller ausschließen lernen, weil sonst stirb ich. Und jetzt kriegt es eure erste Kisten. Das wollen wir ja auch nicht. So, Controller angeschlossen. Steht da noch wer. Hey, raufkommen! Raufkommen! Na dann halt nicht. Ah, Blutvögel. Aber wir werden uns jetzt da dieses Item noch holen, was da versteckt ist. Fahren wir da runter.
liegt irgendwo was. Genau. Da liegt ja nichts mehr. Kaltblutter. Naja. Besser wie ein Tosenschießen. Ja, aber da unten ist schon einiges los. Das ist nicht so super. Ich muss da jetzt runterhupfen. Das ist nicht so gut. Ja, da muss ich runter. Oh ja, wir leben noch einige, aber kein Problem. So haben wir das erste Kelchmaterial, Ritualblut 1. Die Kelche werde ich übrigens offline machen zum Farmen. Wenn ich es überhaupt mache, vor allem hier. So, danke fürs Mitspielen, gell? Gegengift, 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 Gegengift. Das Gift. Nein, ich mag Gegengift, also in kein Spiel. Ich glaube, ich kenne keinen, der was Gegengift-Fan ist. Oder Gift-Fan, sagen wir so, der was Gift-Fan ist. So, da haben wir alles abgegrast. Und hier sind. Jetzt können wir da die Fegel. Fahren wir einmal durch mit Flammenwerfer. Ganz ideal funktioniert, aber wurscht. Wurscht! Lehmdama. Blutsteinscherbe, sehr gut. So, wir öffnen den Shortcut. Ein paar Kugeln wären nicht schlecht. Ich meine, ich weiß, wo nur 10 liegen. Da liegen auf jeden Fall mit Fiolen, das ist auch nicht schlecht. Der Shortcut, den machen wir auf. Das ist zwar für mich ein unnötiger Shortcut, den braucht man nicht unbedingt. Aber wir vervollständigen das Ganze und öffnen das Teil. Und wieder runter. So. Da haben wir jetzt den Blöd an. Genau, dann muss man die herlocken auf jeden Fall. Weil da vorne ist so ein Käfer. Sind das insgesamt. So, wo ist der Käfer? Jawohl, drei Blutsteinscherben. So, jetzt kommen die Wolfies. Zuerst holen wir uns da hinten. Und das ist jetzt dieser Platz, wo man später im Spiel da das Tor öffnen kann. Und dann kann man Jura, der was von oben praktisch runtergeschossen hat, kann man dann freundlich gegenüber treten. Ist jetzt natürlich zu spät. Aber so bekommt man dann. Oh, zwei sind zu viel.
Schwabbel, Schwabbel. Nummer 1. Down, 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 down. Ja, genau, das darf man nicht vergessen. Kräftigen Blutcocktail. Kann man für den Boss gut gebrauchen. So. Der Klassiker. Klassische Falle. Oh, ich gehe da hintere. Bla bla bla. Zack, zack, zack. Und plumps. Ach, noch nicht. Jetzt aber. So, ich wollte eigentlich backsteppen, aber egal. Besten Bluttabletten. Sehr gut. Braucht man auch ziemlich oft. Machen einen stärker. So. Achtung, Jump. Kommen wir auch schon zum wichtigsten Shortcut in dem Level. Zum allerwichtigsten Shortcut. Jo, können wir dann super aufleveln, die Waffen. Und zwar dieser hier. Und da oben ist das Leuchtfeuer. Wollen wir nur da runterspringen und sind dann eigentlich in 2 Minuten beim Boss. So, da haben wir Feuerpapier. Das können wir dann verkaufen. Jetzt clearen wir aber dieses Gebiet noch fertig. Jobbt auch nicht. So, Wolfgang. Wo ist er? Da ist er. Was ist denn der da? Ja. Naja, muss ich schießen oder was? Wurscht, ne? Sorry, aber es war der eigene Schuld, Digga. Da kann ich nichts dafür. So, die 10 Kugeln. Jetzt kommt wieder so ein kleines Käferchen. Das lassen wir uns nicht entgehen. 3 Stück Blutsteinscherben. Auch nicht schlecht. So. Kollege Nummer 1, wo bist du? Kollege Nummer 2, du? Da bist du. Weg da, der droppt sogar was. Blöden Stein. Und Kollege Nummer 3. Und somit wäre ganz alt Janam geklärt. Da geht's zum Boss. Aber zuerst gehe ich noch einmal kurz nach Hause. Levelt, was das Zeug hält. Und dann geht's zum Boss.
Und im besten Fall werden wir die so richtig wegflammen. Ab nach Hause. Das Problem bei der bluthungrigen Bestie ist, sie hat einen Angriff und wenn dich der erwischt, bist du sowieso down. Das ist dieser Greifangriff, wo sie die zersabbert und zerfleischt. Haben wir sowieso keine Chance dann. So, Waffe verstärken, Jägeraxt auf jeden. Und die Jägerfackel natürlich auch. Und da geht sogar nochmal. Das heißt, wir brauchen jetzt überall schon die Zwillingsblutsteinscherben. Perfekt. Blutedelsteinverstärkung. Jetzt haben wir schon zwei Slots. Plus 7. Und dann noch. So, wir haben 9 Einsicht. Das ist übrigens der Einsichtenbote. Kann man mit Einsicht kaufen. Der hat das Gascoins. Genau, der hat Endurer sein Gewand. Und den Gascoin sein Gewand. Also die NPCs, die was man killt. Oder ein paar Bosse droppen das Gewand. Und das kann man dann praktisch hier mit Einsicht kaufen. Frag mich nur, brauche ich da irgendwas davon? Eigentlich nicht, eigentlich nicht. So, jetzt muss ich kurz auf die Werte schauen. Werte besser eine Giftverteidigung. Okay, jetzt versenkte. Perfekt. So, leveln. Willkommen da. Was für. Nun gut, lasst mich. Puh. Aber ich gehe auf. Machen wir es so perfekt, oder? Perfekt. 30er kann schon. Sehr, sehr Lebt gut. wohl, gut. Möget ihr euch. Da geht es ja jetzt Willkommen, nichts mehr was aus. für. Nun gut, lasst mich. Nö, aber wir können ja noch was verkaufen. Und, na, das Jäger. Doch. Nein, das Jägergewand. Diese Steine da. Auch kein Schwein. Und die Items, die Blitzpapier, also das Feuerpapier. Auf jeden Fall verkaufen. Blutcocktail nicht. Es wird sich nicht ganz ausgehen. Egal. Gehen wir zum Boss, würde ich sagen. Puh, so. Konzentration. Oder dann hoffen wir halt mal auf einen guten Kampf. Da liegt nur Scherbe. Super Shortcut. Muss man schon mal so sagen.
Rest laufen wir einfach durch. Oje. Oje, der kommt nach. Oder? Ja, wirklich. Okay. Lame. Okay, sehe ich nicht so gesehen. Na wurscht, dann bekämpft man nicht. Wann er will. Wann er will. Wann er will. Nehmen mit. Ja, beste Bluttablette, immerhin. Ah, genau, ausrüsten. Das ist ein guter Hinweis. So, wichtig mal. Da, den Blutcocktail. Dann. Die Knochenmarkasche. Gegengift sowieso. Und. Sonst eigentlich. Braucht man da nichts. So, nix wie rein mit uns. Genau, das ist dieser Angriff, der was tödlich ist. Ich bin vergiftet. Nah genug dran an ihr. So, kein Problem, ist schon mal besser gegangen, muss ich sagen, wir haben einen ersten Kelch bekommen, habe ich schon mal schneller down gehabt mit Arcan, aber trotzdem, wie man sieht, Flammensprüher regelt, ich weiß, man muss halt sehr nahe hierbei sein, ja, und das war jetzt oft nicht der Fall, aber war trotzdem ein Schuss, schlussendlich kein Problem. So, und durch das Besiegen der bluthungrigen Bestie hat sich jetzt das Tor geöffnet zum oberen Kathedralenbezirk. Natürlich fehlt da der Schlüssel noch, aber zumindest das Tor ist offen. Und genau aus diesem Grund können wir jetzt da einen Umweg nehmen und brauchen diese 10.000 Blutechos nicht zahlen. Oh, ich brauche Kugeln. Ich brauche Kugeln. Einmal. Die levelt einmal. Die levelt einmal. Willkommen daheim, was für. Oder zweimal. Nun gut, lasst mich. Dann bleiben wir noch. Levelt nur einmal, ja. Nein, wir leben zweimal. Lebt wo? Und
hier sind jetzt nur 6 Kugeln. Muss ich was verkaufen? Schauen wir mal. Das sind 14 Blutechos. Das verkaufe ich sicher nicht. Nö, kann nichts verkaufen. Kann nichts verkaufen. Obwohl, doch, einen Zylinder kann ich verkaufen. Den brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Immerhin 420. Also ich kann eine Kugel damit kaufen. Was kosten die schon? 240. Okay. Hat sich ausgezahlt auf jeden Fall. Naja, egal. Müssen wir leider ganz kurz, Moment, überlegen. Nein, müssen wir gar nicht. Wir gehen jetzt den Kathedralenbezirk. Und da droppen wir ein paar Kugeln. So. Naja, geht eh. Gut verloren. Jetzt kriegen wir dann sehr bald unseren ersten Spell. Und siehe da, das Tor ist offen. Und Aileen müsste eigentlich auch schon dastehen. Nö, sie steht noch nicht da. Ich habe jetzt keine Ahnung warum. Okay, der ist schon da, der Sack. Aber da kommt man dann natürlich nach Yharghul. Erster Besuch kann ich nicht machen, weil das wäre mein Tod. Stirb ich automatisch, ne? Vier Kugeln und wir bekommen Kommunion, eine super Rune, finde die beste sogar für den Run, wenn man da mehr Kugeln tragen kann. Können wir natürlich noch nicht, Blutfiolen können wir mehr tragen, genau, Blutfiolen, ja, auch nicht schlecht. Jetzt laufen wir da rüber. Zwillingsblutsteinscherbe. Na, wo bin ich jetzt? Nö. Da will ich jetzt noch nicht rein. Nö. Da geht's dann eben runter zur Abkürzung, aber zuerst möchte ich mal das Gebiet ein bisschen abgrasen. Aber wir haben Zwillingsblut entschieden, die ersten. Ist
Steht jetzt Sidor eigentlich. Bin ich blind? Die müssen doch da stehen. Die Aileen. Da müssen sie stehen. Ja, später vielleicht. Also genau, da kann man irgendwie runterspringen. Irgendwas war ja da. Schnell ein paar Mal probieren, Kollegen. Alter, was muss ich denn? Da auch nicht. Da oder was? Genau. Da gibt's ja irgendwas Schönes auf jeden Fall. Formloser Oedon, die erste Carryl-Rune. Oh, ist das herrlich. Maximal tragbare Quecksilberkugeln plus 4. Tränen in den Augen, Tränen. Roten Urnentanz. Das war ziemlich lustig. Wie Kugeln verbraucht ist. Wo ist das? So. Ja, keine Ahnung. So, kommen die überhaupt wieder runter jetzt? Kommen jetzt nicht wieder runter. Nö. Irgendwie muss ich runterkommen, weil wenn ich jetzt keinen Heimkehrknochen hätte, oder? Und wir sind beim Kathedralenbezirk. Genial. Genial, genial. So, jetzt der reguläre Weg. Tricky. Ja, da kommt man runter da. Thank you.
So, kurz konzentrieren müssen, sorry. Weil eigentlich haben wir ja überhaupt noch nichts verloren. Ich habe das hier im Web gefunden. Das freut mich für dich. Folien. So, irgendwo eine Kiste gewesen. Der Dicke, der Dicke! Servus Dicker! Ein immer gern gesehener Gast. Tschüss, OP. OP war ein Kanopi. So, da gibt's eh nichts zum Looten. Nö. Da geht's nur rauf. Da müssen wir rauf. Idiot. Der war easy. Und echt der zweite. Oh. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Irgendein so ein Hansel steht da noch, ja. So. Und jetzt der Superfund. Der Superfund. Das Strahlenschwert Jägerabzeichen. Mit diesem Abzeichen kann man sich ja die beste, meiner Meinung nach, die beste Stärkewaffe im Spiel kaufen. Und zwar Ludwigs heilige Klinge. Werden wir aber nicht machen. Obwohl. Nein, bin eigentlich mit der Axt sehr zufrieden. Ich will irgendwann das Mondlichtschwert. Und bis dahin werden wir mit der Axt kämpfen. Aber für heute soll es das gewesen sein. Ich sage wie immer danke fürs Zusehen. Und das nächste Mal. Das nächste Mal kommen wir zum Kathedralenbezirk und vielleicht geht sich das nächste Mal auch der Boss aus. Der Boss aus, genau. Und wenn wir diesen Boss besiegen, dann ist der Weg frei für unseren ersten richtig starken Spell und ab dann geht es richtig los. Ja. So, bis dahin, ciao meine Freunde.